Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica, einer neuen Reise. Wir haben am letzten Mal so ein bisschen umgesiedelt, umgebaut. Wir haben ja hier so ein bisschen, ja, Chaos gehabt, weil wir ja nicht genau bauen konnten, wie ich eigentlich wollte oder wie wir eigentlich wollten. Deswegen, ja. Nein, die... Warte mal, habe ich jetzt um... Ah, Moment, der ist umgelegt, ne? Der soll das auf 4 legen. Und das auf 5, so. So. Genau. Und wir waren dabei, hier die ganzen Sachen umzusiedeln. Unser Lagersystem. So. Was wir jetzt mal machen... Kann ich jetzt die Luke abreißen? Das würde mich mal interessieren. Ja, jetzt kann ich... Wahrscheinlich, weil die Spinde da dran waren. Kann ich den jetzt auch... Warte mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn ich die jetzt abreiße, ne? Und wie das geht jetzt. Wie, ich kann jetzt da eine Dings anbauen. Ich kriege einen Anfall. Es lag tatsächlich wahrscheinlich an der Höhe, oder? Oder liegt es an den Spinden? Es liegt an den Spinden. Es lag an den Spinden. Ja, nee, dann lasse ich hier oben. Dann machen wir das jetzt noch einmal so. Entschuldigung, aber... Weil, ganz ehrlich... Seek fluid intake. Ja, ja, Flüssigkeitsaufnahme. Heul mal nicht rum. Warte mal, wir haben ja sowieso eine Luke hier drin, ne? Gut, dass wir noch nicht alles, umgeräumt haben. Weil wir müssen ja noch wegen der Solarenergie da oben auch noch mitrechnen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich würde trotzdem die Luke wieder hierhin machen. Jetzt ziehen wir schon wieder um, ne? Ich weiß, ist nervig. Haben wir denn... Wir haben gleich kein Dings mehr, ne? Muss das abreißen? Ja, ich denke mal, die Spinde, die waren zu nah hier dran, dass der das nicht, nicht angenommen hatte. Gut. Ja. Ich weiß, irgendwann sind wir soweit. Es tut mir leid. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich gleich keine für die Spinde mehr. Keinen Titan, ne? Ich sehe es schon kommen. Weil wir nämlich doch nicht alles wieder bekommen. Ja, das habe ich mir gedacht. Pass auf, ich packe jetzt erstmal hier das Gestein alles rein. So. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Weil Titan können wir immer wieder sammeln. Das ist nicht das Problem. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall da das vernünftige Lager. Mal eben essen. Behälter wechseln. Ich esse mal eben was. Seek fluid intake. Ja, ja, ja. Vital signs stabilizing. Nahrung? Wieso minus 8? Ach, der ist verfault. Die sind verfault. Die verfaulen also. Oha. Ach du Kacke. Oh fuck, die verfaulen. Oh fuck. Die sind nicht gekocht, ne? Warte mal. Oh fuck. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich richtig schlecht, ne? Dass sie verfaulen, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh Gott. Sind wir krank? Nein, ne? Okay, ich dachte schon. Vital signs stabilizing. Puh. Okay, da müssen wir also drauf achten. Gut. Wir müssen Titan sammeln. Beziehungsweise... Können wir...
Das können wir ja abreißen, ne? Wir kriegen jetzt noch ein bisschen Titan wieder. Wir können jetzt ein bisschen was abreißen wieder. So, hier war auch noch mal ein bisschen mehr Gestein drin. Aber ich meine, kriegen wir alles wieder? Ich glaube nicht, oder? Wir kriegen zweimal Titan wieder. Hier war eh nichts drin. Und zweimal Titan kostet das ja. Also glaube ich, ist es gar nicht. Ich glaube, man verliert dadurch, glaube ich, auch nichts. So. Fertig. Haben wir zwei Luken dran? Ja, haben wir. Zweimal Luke Skywalker. So, let's go. Na, so. So, mein Freund. Komm her. Spinn die Spinn spinnt. Der spinnt doch. Ja, mag sein. Wir haben wieder eine Nachricht. Ich sehe das. So, einen Spinn würde ich noch bauen. Erstmal. So. Dann machen wir hier vorne. Machen wir Essen. Dann machen wir hier Gestein. Dann machen wir hier nein. Organisch. Und die lassen wir genau. Hier war Technik. Na, nicht Nick. Wieso mache ich Technik? Technik. So. Da packen wir die Dings rein. Die hier, ne? Haben wir ja gesagt. Solche Sachen. Essen. Habe ich Essen? Nein, habe ich nicht. Gestein. Gestein bräuchten wir sowieso wahrscheinlich mehr Spinde. So. Jetzt aber. Meine Güte, hat das gedauert. Okay. Jetzt sollten wir uns erstmal drum kümmern, dass wir... Vier, zwei, fünf. Vier? Zwei? Mache ich die noch für drei. So, dass wir uns ein bisschen Nahrung holen. Dass wir ein bisschen jetzt Ressourcenfarming betreiben. Das würde ich jetzt erstmal machen. Aus Glubschi machen wir uns Essen. Und aus den anderen Glubschis hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, machen wir uns Trinken. Bisschen im Voraus. Obwohl das Problem ist, die verderben ja, ne? Das heißt, wir können nur ein bisschen... Ob es da wohl auch eine Möglichkeit gibt, die Sachen zu haltbarer zu machen? Das wäre halt mal interessant zu wissen. Wir müssen sowieso jetzt erstmal nur was zu trinken machen. Komm, das machen wir uns mal eben schnell. Ich meine, trinken wird ja nicht schlecht, ne? Trinken wird ja nicht schlecht. So ist es ja nicht. Trinken kann er nicht verderben. Aber ist denn eine Möglichkeit... Besteht denn eine Möglichkeit tatsächlich, Sachen haltbarer zu machen? Das wäre halt mal witzig zu wissen. Weil wenn die Sachen verderben, ist ja blöd. Dann können wir nichts im Voraus bauen. So. Diese Nahrung herstellen wäre halt super. Den Nährstoffblock. Aber der ist, glaube ich... Schweber. Achso, das war der, den wir mitgenommen haben, ne? Genau. Girlande. Beute kleine Fische. Meiden. Okay, wir sollten es meiden. Baupläne. Lass mal gucken. Gibt es sowas irgendwie wie Auftriebskörper, Pfadfinderwerkzeug? Seegleiter haben wir eins von zwei. Ich gehe gleich an den Dings dran. Aquarium. Da können wir bestimmt dann die Fische halten. Das wäre natürlich super. Gut. This is La
Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay, von der Rettungskapsel 6 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. Besatzung forderte Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geordnet in einem dicht mit rotem Gras bewachsenen Gebiet. In der Nähe von einem natürlichen Bögen von Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter. West-nordwestlich der letzten unbekannten Position von Rettungskapsel 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müssen wir jetzt einfach so finden, oder was? Wie soll ich das finden? Pack ich mal da rein. Wird ja immer wieder hergestellt, ne? Das ist ja super. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die andere Rettungskapsel war. Westlich, nordwestlich. Ich weiß gar nicht, wo hier Westen ist und so. Lass mal schauen, was könnten wir denn mal bauen? Ich wollte noch so eine erweiterte Sauerstoffflasche bauen. Da lass mal schauen, was kostet uns die denn? Wo haben wir sie? Wo ist sie denn? 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 Energiezelle? Wir haben doch so eine... Wird zur Desinfektion verwendet. Krass, eine Chlorbleiche. Wir hatten noch so eine erweiterte Sauerstoffflasche, oder? Da. Da brauchen wir Glas für. Aber ich weiß nicht, wo wir Glas herbekommen. Zweimal Gewebe, zweimal Blei. Haben wir nicht, ne? Es wäre, glaube ich, sinnig auch später hier so ein Dings hinzubauen. So ein, na sag mal schnell. Hier so ein. Gold, Titan und... Das können wir doch bauen. Tischkoralle. Titan und Gold. Können wir bauen. Aber natürlich... Dann brauchen wir das. Dann würde ich das hier hin machen. Hier so mittig. Dann brauchen wir da nicht mehr zum Schiff. Dann können wir das alles hier machen. Das ist ja super. Ja, Ehre. Das ist ja viel einfacher, weil dann haben wir hier die Ressourcen. Ich würde unser Lager da mal leer machen. Man kann sich bestimmt auch so Medikit-Dingen bauen. Dann würde ich die Sachen mal eben schnell übertragen. %25, okay. So, lass mal schauen. Was machen wir denn hier rein? Wichtig vielleicht? Wichtig, wie zum Beispiel Medipack? Wäre zum Beispiel wichtig? Feuerlöscher ist Technik, ne? Feuerlöscher ist Technik. Batterie ist auch Technik. So, Kreaturen-Ei packe ich mal bei wichtig rein. Hallo? Da rein. So. Dann organisch. Organisch könnte... Nee, warte mal. Organisch können wir das Ei reinpacken. Für jede Ressource ein Spinnen wäre halt super. So, die Silikongummi würde ich auch da reinpacken. Ist ja auch so ein bisschen organisch. Titanbarren und Salzablagerung würde ich, glaube ich, zu Gestein packen. Und den Nährstoffblock natürlich bei Essen. So. Na, huch, was meint denn da? Ich bin bei Gestein. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe bei Essen habe ich Gestein reingepackt.
Okay, pass auf. Gestein. Wir brauchen sowieso zweimal Gestein, weil alles voll wird. Was haben wir denn hier noch drin? Hier ist noch Titan, hier ist noch... Wir haben sogar dreimal Blei. Boah, wir haben richtig viel Blei. Nein. Lass das. So, das. Okay. Ich würde einmal den Salz rausnehmen und einmal das Blei da reinpacken. Und jetzt machen wir noch einen Spind mit Essen, ne? Pass auf, ich nehme mal nochmal eben zweimal Titani raus. Und dann haben wir noch zwei Plätze da drin, dann können wir nochmal hier umräumen. Wir müssen echt mal einen Spind machen für Dings. So Ressourcen, einzelne Ressourcen, glaube ich, ist, glaube ich, wichtiger. Also das so zu machen. So, gut. Dann machen wir hier, was wollte ich denn hier machen? Essen, ne? Wir haben noch nichts für Essen. Ist halt, hä? Aber ich hab... Okay, gut, dann... Das ist natürlich, ja. Gönne ich mir mal. So. Okay, haben wir das. Dann pass auf. Wir wollten... Wir müssen ein bisschen was sammeln gehen, ne? Gewebe herstellen wäre cool für den Anzug auch, ne? Blei haben wir. Wir müssen also diese Pflanze wieder abernten. Für das Gewebe. Die Schlingpflanze. Die wissen wir ja, wo wir die finden. Die ist direkt hier vorne. Machen wir mal. Kann ich die so abbauen? Geht das so? Ist das die überhaupt? Nee. Ist das die hier? Ja, Ehre. Würde ich auch nochmal mitnehmen hier. Zack, 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 zack. Hallo? Okay. Sehr schön. Wir brauchen für die Batterie, für den Glas brauchen wir, ne? Glas wird doch bestimmt mit Sand hergestellt. Da würde ich doch für wetten, oder? Jetzt brauchen wir Blei. Ich glaube zweimal, oder? Oder war das einmal? Für den Anzug. Zweimal brauchen wir. Oha, wie viel die Pflanzen einnehmen. Alter Schwede. Nee. Nee. Den Anzug hätte ich gerne. Achso, wir müssen erst Gewebe herstellen, ne? Entschuldigung. Ganz vergessen. Machen wir direkt mal ein paar, ne? Was ist das hier? Schmierstoff. Ölartige Schmierstoff auf natürlichen Quellen. Industrielle Anwendung. Ja, machen wir einmal, ne? Was wir haben, haben wir. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Was wir haben, haben wir. Machen wir nochmal Schmierstoff, komm. So, jetzt können wir den Anzug bauen. Dauert ein bisschen länger. Gut. Haben wir den ausgerüstet? Ja, sehr schön. Strahlenhandschuhe, Strahlenschutzhelm. Nice. Okay, wir haben noch einmal Gewebe. Würde ich bei organisch reinpacken. Und den Schmierstoff, glaube ich, auch. Dann haben wir das auch. Und, ja. Gut. Lass mal schauen. Also, als nächstes würde ich sagen, Schmierstoff ist beim Baum von Fahrzeugen und Kraftwerken unverlässlich. Okay. Ja, Glas wäre halt toll. Taschenlampe, Batterie und Glas. Hm.
Wo finden wir Glas? Und wir müssen... Oh, warte mal, wir haben wieder eine Nachricht. Sehe ich gerade rechts. Warte mal. Die hören wir uns natürlich an. Das Teil können wir uns bei uns übrigens auch bauen, ne? This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Hallo? These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits. Ja, ich brauche die Unterstützung. Ich will hier weg. Long range scans pick up in the meantime. Mal sehen, was die Landstreckenscans in der Zwischenzeit. Okay. Ja, ist natürlich blöd. Oh, Medipack nehme ich mit. Packe ich direkt wieder rein bei uns. So. Ich würde tatsächlich mal so ein bisschen gucken, dass wir auf. Ja, dass wir vorankommen. Denn jetzt hängen wir so ein bisschen. Ich würde gerne. Lebensform Zuchtbehälter. Ist ja witzig. Glas wäre halt, ne? Glas wäre halt echt cool. Das wäre, glaube ich, so noch die Ressource. Hiermit können wir bestimmt dann tiefer tauchen. Schwimmende Luftpumpe. Titan. Ich würde ein bisschen auf Ressourcenfarming gehen. So ein bisschen Titan wieder sammeln. Das können wir mal machen. Komm. Komm, Titan, komm. Ich weiß halt nicht, ob die Ressourcen nachwachsen oder nachspawnen. Achso, Titan kriegen wir ja auch durch Blech, ne? Durch Metallteile. Wenn uns nicht unser Freund wieder alles wegnimmt. Mal gucken, wo wir noch ein paar Metallteile finden. Warte mal, wo ist denn das Schiff eigentlich? Das sieht man von hier aus gar nicht, ne? Ist auch so dunkel. Signalbojenfragment. Hallo. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen, was man hier scannen kann, vor allen Dingen. Signalbojenfragment, hallo. Ist ja witzig. Ja, ja, ich weiß, I know. Alles gut, wir überleben das. Nehmen noch ein bisschen zu trinken mit, Fisch. Aber wir wollten ja auch Ressourcen sammeln. Hier so Metallteile. Und natürlich trinken müssen wir auch haben. So ist nicht. So, das sieht doch gut aus. Daraus kriegen wir ja Titan. Dann brauchen wir es nicht extra sammeln. Nimmt natürlich viel Platz im Inventar ein. So, Fisch nehme ich mit. 30 Sekunden. Ja. Glas. Glas wird theoretischerweise bei Survival Games eigentlich immer aus Sand hergestellt. Ich weiß noch nicht, ob wir irgendwie Sandvorkommen haben. Ich meine, hier ist überall Sand. Aber dazu brauchen wir auch einen Ofen, weil wir müssen es ja brennen. Oxygen. Ja, jetzt macht doch nicht so einen Stress. Gut. So. Dann würde ich sagen, wir schlüpfen in unserer Basis rein und würde sagen, in der nächsten Folge basteln wir uns ein bisschen Titan und schauen, wie wir dann quasi hier weiter vorankommen. Müssen wir mal gucken. Bis dann. Tschüss.